das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Miosga und Susanne Daubner. Guten Abend, schön, dass Sie zu später Stunde noch bei uns sind. Auch von mir einen guten Abend. Einmal Peking und zurück für 12 Stunden. Olaf Scholz Tagestrip war wohl die kürzeste und vielleicht auch heikelste China-Reise, die ein deutscher Regierungschef je unternommen hat. Dass der Bundeskanzler und der chinesische Präsident sich nicht zum Fototermin die Hände schütteln, sondern Abstand halten, hat nicht nur mit den drakonischen Corona-Regeln in China zu tun. Xi Jinping ist ein Verbündeter Putins und hat gerade erst auf dem Volkskongress klargemacht, dass er, wie Putin, zum Ausbau seiner Macht selbst zu schwersten Verbrechen bereit ist und sich Taiwan auch mit Gewalt greifen würde. Olaf Scholz ist trotzdem gefahren. Reden sei ein Wert an sich. Doch ob dieser auch eine Wirkung entfaltet? Marie von Mallinckrodt. So schön der rote Teppich rollt heute für Kanzler Scholz, die Reise ist für ihn ein denkbar schwieriges Unterfangen. In vielerlei Hinsicht. Die Regierungsmaschine darf er erst nach einem Covid-Test verlassen. Die Besucher aus Deutschland werden vom normalen Leben abgeschottet. Distanz auch beim Treffen mit Staatsführer Xi Jinping. Die Begrüßung ohne Handschlag. Für den einen, der gerade erst auf dem Parteitag seine absolute Macht an der Spitze eines zunehmend totalitären Regimes zementiert hat, ist es das Signal nach innen. Starke Beziehungen zu investitionsfreudigen Ländern wie Deutschland. Für den anderen ist es der Versuch, mehr als nur Wirtschaftsthemen zu besprechen. Der Abstand zwischen den beiden ist auf jeden Fall groß. Scholz betont, man werde nicht nur die Wirtschaft, sondern auch kritische Themen ansprechen. Xi wünscht sich einen pragmatischen Kurs. Die Abendpropaganda des Staatssenders zeigt den Scholz-Besuch gleich als erstes. Wie bei jedem Termin von Xi, minutenlang. Am Anfang sieht das so aus. Xi spricht, Scholz nickt und das in mehreren Abfolgen. Es sind nur wenige Stunden für viele Begrüßungsszenen, hier nun mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Li Keqiang. Scholz hat auch eine 12-köpfige Wirtschaftsdelegation mitgebracht. Sie trifft unter Ausschluss der Öffentlichkeit chinesische Unternehmer. Nach dem Gespräch mit Li, der in wenigen Monaten nicht mehr in der neuen Führungsmannschaft, die nur noch aus Xi-Loyalisten besteht, dabei sein wird, betont Scholz: Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt haben, einzuhalten. Die chinesische Seite distanziert sich nicht von Russland. Aber später heißt es dann, China schließt sich der Warnung vor einem Atomkrieg an. Hier klingt es so. Wir hoffen auf ein baldiges Ende. Eine weitere Eskalation kann sich niemand mehr leisten. Wir arbeiten daran, Frieden zu stiften und die Parteien zu Verhandlungen zu bewegen. Fragen sind bei dieser Pressekonferenz nicht zugelassen, weder zur Situation der Menschenrechte in China noch zum Umgang mit Taiwan. Themen, die, so der Kanzler, er angesprochen habe. Und zu den Journalisten, die den Kanzler begleiten konnten, zählt unser Kollege Kai Clement. Herr Clement, bei solchen Auslandsreisen ist es ja ohnehin schwierig, stets sehr nahe dabei zu sein. Aber in China, auch wegen der strengen Covid-Politik, gibt es noch mehr Beschränkungen. Wie haben Sie trotz allem die Atmosphäre bei den Gesprächen wahrgenommen? Ja, der chinesische Ministerpräsident selbst hat sie als offen, ehrlich und sachlich bezeichnet. Und ich glaube, das letzte Wort trifft es ganz besonders gut. Es sind sehr sachliche Gespräche. Man ist sich eben in vielen Punkten uneinig. Darüber ist man sich auch im Klaren. Das hat der Kanzler auch in seinem Abschlussstatement noch einmal deutlich gemacht. Ansonsten sind die Begegnungen sehr ritualisiert, sehr durchchoreografiert. Das muss man sich so vorstellen, dass in der großen Halle des Volkes dann der Empfang mit militärischen Ehren stattfindet, wo die Ehrengarde abgeschritten wird. Und körperliche Nähe zwischen den Gesprächspartnern ist ja ohnehin kaum möglich. Sie haben es angesprochen, gerade wegen der extrem strikten Corona-Restriktionen hier in China. Dann kommen wir mal zu den Inhalten. China gehört zu den wenigen Ländern, die überhaupt noch Einfluss auf Russland haben. Wie ist Ihr Eindruck, in welche Richtung geht das da?
Ja, China steht Russland nahe. Das ist einerseits kritikwürdig aus Sicht der Europäer. Andererseits ist es eine Möglichkeit, über China auch auf Russland einzuwirken. Das hat der Kanzler hier heute Abend deutlich gemacht und gesagt, dass Xi Jinping, also der chinesische Staats- und Parteichef, und er sich einig sind darin, dass ein nukleares Vorgehen im Ukraine-Krieg brandgefährlich sei. Das ist die Botschaft, die die beiden heute Abend hier aus Peking nach Moskau senden, einen Schulterschluss zeigen. Und den gab es dann auch noch mal mit dem chinesischen Ministerpräsidenten, der ebenfalls gesagt hat, zwar weniger deutlich, weniger drastisch, aber auch gesagt hat, eine weitere Eskalation können wir nun wirklich nicht brauchen. Und ein Punkt, auf dem das vor allem das deutsche Publikum besonders stark schaut. Der Kanzler hat bei der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Li auch über Menschenrechte gesprochen. Angenähert scheint man sich dann nicht zu haben. Besteht überhaupt die Hoffnung, dass China Menschenrechte jemals durchsetzen wird? Das wird auf jeden Fall ein sehr langer und sehr schwieriger Weg sein. Das hat der Kanzler gerade auch noch einmal in einem weiteren Statement deutlich gemacht. Er setzt dabei unter anderem auf das neue deutsche Lieferkettengesetz, was ja neue Sorgfaltspflichten vorschreibt. Und er hofft, dass Unternehmen, die sich jetzt beklagen, dass dieses Gesetz noch viel zu viel Bürokratie bedeutet, für sie letztendlich doch auch dazu führt, dass die Lieferketten sauberer werden, dass eben keine Zwangsarbeit mehr in diesen Lieferketten steckt. Und es ist ja außerordentlich bemerkenswert, dass nur 2 Tage vor der Reise des Kanzlers nach China Menschenrechtsaktivisten in Berlin genau vor diesem Thema, vor dieser Problematik gewarnt haben und ihm teilweise sogar abgeraten haben, überhaupt nach China zu fahren. Und das ist sicher auch als eine Reaktion des Kanzleramtes auf diese scharfe Kritik an der Reise zu verstehen. Und das war Kai Clement aus Peking. Danke für Ihre Beobachtungen und Eindrücke. Ich danke Ihnen. Und weil Kai Clement inzwischen auf dem Rückflug nach Deutschland ist, haben wir das Gespräch zu ihm aufgezeichnet. Die Worte des Kanzlers in China und was sie bewirken. Die Meinung von Stefan Niemann, unserem langjährigen China-Korrespondenten. Mit unserer China-Politik hadere ich schon lange. Denn in meinen knapp 8 Jahren in Peking habe ich ab Ende der 90er Jahre erlebt, wie Kanzler mit riesigem Wirtschaftsgefolge anreisten. Ob Kohl, Schröder oder Merkel, prall gefüllte Auftragsbücher definierten den Erfolg ihrer China-Besuche. Angesichts eklatanter Menschenrechtsverletzungen wurde flugs der deutsch-chinesische Rechtsstaatsdialog erfunden. Pure Augenwischerei. Nun also Olaf Scholz, der schon vor seinem Abflug kritisiert wurde, dass er so kurz nach dem KP-Parteitag dem nun uneingeschränkt herrschenden Xi Jinping die Ehre gibt und quasi als Gastgeschenk die genehmigte Beteiligung der Chinesen an einem Hamburger Hafenterminal mitbringt. Doch es gab heute auch erfreulich viel Klartext vom Kanzler bei seinem Kurzbesuch im Reich der Mitte. Scholz benannte viele Konfliktthemen mit Chinas autoritärer Führung öffentlich. Pekings rücksichtslos durchgesetzte Null-Covid-Politik, den brutalen Umgang mit Minderheiten, die aggressiven Drohgebärden gegenüber Taiwan. Wahr ist aber auch, die Worte des Kanzlers werden den mit grenzenloser Machtfülle ausgestatteten Xi nicht davon abhalten, sein Land zur Supermacht zu formen, konsequent und knallhart. Peking will der Welt zeigen, dass es wirtschaftlichen Fortschritt auch ohne Freiheit gibt, dass geopolitischer Erfolg keine Demokratie braucht. Mir macht das Angst, weil ich noch gut in Erinnerung habe, wie gnadenlos Chinas kommunistische Führung ihre Interessen durchsetzt. Früher nur nach innen, heute auch nach außen. Darauf müssen die Wertegemeinschaft des Westens und die deutsche Außenpolitik endlich eine Antwort finden. Denn unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von der Volksrepublik macht uns jeden Tag erpressbarer. Die Meinung von Stefan Niemann. Und damit genau dieses politische Ich-hab-dich-in-der-Hand Stück für Stück weniger wird, entscheiden sich europäische Firmen im globalisierten Wettbewerb wieder mehr vor der Haustür arbeiten zu lassen. Portugal, dort wo diese Kacheln so manche traumhaften Straßenzüge schmücken, ist eines ihrer Lieblingsziele. Die Verlagerung in asiatische Billiglohnländer sparte in der Vergangenheit zwar Kosten, erhöhte aber auch die Abhängigkeit. Seit der Pandemie, spätestens aber seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, denken viele um. Sebastian Kisters über sichere Software und schnelle Räder. Die Niederlande und Deutschland. Dafür produziert er vor allem, erzählt Pedro Concesao. Fahrräder,
am laufenden Band. Portugal ersetzt hier Asien. Manchmal kann er sein Glück kaum fassen. Unser Umsatz ist gestiegen. Von 3 auf 67 Millionen Euro. In 4 Jahren. Ein Riesenwachstum. Portugal ist zum größten Fahrradhersteller Europas aufgestiegen, weil Räder und Ersatzteile von hier schnell die großen Wachstumsmärkte erreichen, vor allem Deutschland. 60 Fahrradfirmen gibt es rund um Porto. Batterien, Motoren, mehr und mehr Teile kommen aus Europa. Und ständig gibt es Firmen, die in Portugal investieren wollen, wie zuletzt das deutsche Unternehmen Bosch, die hier ganz in der Nähe produzieren. Nicht weit entfernt kooperiert ein anderes deutsches Unternehmen mit portugiesischen. Sie fertigen Carbonrahmen. Qualitätscheck? Wie geplant, 770 Gramm leichter Stück. Portugal profitiert gerade von günstiger Energie, von niedrigen Lohnkosten, jungen, technikbegeisterten Menschen. Und Lieferproblemen, vor allem chinesischer Mitbewerber. Covid war der wichtigste Faktor. Deutsche Firmen haben bemerkt, ich brauche Zulieferer in der Nähe. Mit Covid stiegen die Investitionsanfragen deutlich. We clearly saw that during the COVID period and post-COVID, it clearly started going up. Doch deutschen Unternehmen geht es in Portugal nicht nur um sichere Lieferketten, sondern auch um die Sicherheit, nicht ausspioniert zu werden. Mitten in Porto lässt BMW Software programmieren, wie viele deutsche Automobilhersteller. Viele europäische Unternehmen wollen ihre Software hier in Europa entwickeln, statt außerhalb. Diese Entwicklung gibt es seit einigen Jahren und jetzt, durch den Krieg und Covid, wird es noch verstärkt. Beispielhaft für den Boom. Das Unternehmen sucht derzeit 400 neue Programmierer. Wegweiser im Haus zeigen, was neben dem Job geboten wird. Sport, Spiele, Fortbildung. Und es lockt bei besserem Wetter ein Biergarten, der mitten in Porto für die bayerischen Partner aufs Dach gebaut wurde. Ob Fahrräder oder Software, Europa sollte unabhängiger werden von Staaten wie China, fordern Fachleute. In Portugal passiert gerade genau das. Diesen Mann kennen Sie. Und ich wette, dass noch nie ein Botschafter in Deutschland so bekannt war wie der Ukrainer Andriy Melnyk. Der Diplomat konnte, vorsichtig formuliert, so undiplomatisch sein, dass manche ihn gern seines Amtes oder gar ganz des Landes verwiesen hätten. Was das betrifft, hat er große Fußstapfen hinterlassen, als er dann turnusmäßig ging und Platz machte für Alexei Makeyev. Seit 2 Wochen nun offiziell neuer ukrainischer Botschafter. Wie wird dieser Mann kämpfen um mehr Aufmerksamkeit, mehr Hilfe und mehr Waffen für sein kriegsgeschundenes Land? Das habe ich ihn gefragt in seinem ersten Interview im deutschen Fernsehen hier in den Tagesthemen. Das Gespräch gleich. Doch zunächst stellt Claudia Buckenmeier den Neuen in Deutschland vor. Er ist der Neue und er hat sich schon mal vorgestellt auf dem Weg nach Berlin. Ich bin Alexei Makeyev, designierter Botschafter der Ukraine in Deutschland. Und ich bin schon da. Und zwar mit deutlichen Worten. Danke Deutschland, danke Bundesregierung für all die Hilfe und Waffen, die in die Ukraine geschickt worden war. Ich muss ehrlich sein, wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Forderungen an die deutsche Politik, noch bevor er vom Bundespräsidenten die offizielle Ernennungsurkunde erhalten hat. Keine Frage, wie sein Vorgänger wird auch Makeyev mehr Waffen für sein Land fordern. Das ist meine Aufgabe, die Medien, die Leute anzusprechen und zu erklären, warum es so wichtig ist, meinem Land zu helfen. Als er in den diplomatischen Dienst eintritt, ist Makeyev 21. Erfahren ist er, der heute 47-Jährige, aber auch verbindlich im Ton, ein traditioneller Diplomat oder wie sein Vorgänger Andriy Melnyk mit Ecken und Kanten, so scharf, dass manch einer seine Eignung als Botschafter hinterfragte. Er warf Bundespräsident Steinmeier vor, ein Spinnennetz der Russlandkontakte zu knüpfen. Auf Twitter nennt er Politiker wie den Kanzler Feiglinge.
Und Scholz spiele die beleidigte Leberwurst, weil er nach Ausladung des Bundespräsidenten nicht nach Kiew gereist sei. Melnyk lädt den Metzgermeister aus der Pfalz, der ihm daraufhin spontan Leberwurst geschickt hatte, mit Frau nach Berlin ein. Dem Ehepaar erklärt er seine harschen Worte. Also jede 2 Minuten stirbt ein Ukrainer oder eine Ukrainerin bei uns. Jede 2 Minuten. Wir haben schon hier 15 Minuten gesprochen. Also das ist das, was mich bewegt, ja. Und noch eine Erklärung, die fast wie ein Rat an seinen Nachfolger klingt. Ich habe nur deswegen so agiert, weil ich das erkannt habe. Man muss auch manchmal lauter werden, um gehört zu werden. Auch Makejew nutzt das Internet und gibt sich oft locker. So bittet er zum Beispiel um Musiktipps für die lange Autofahrt von Kiew nach Berlin. Gerne was Rockiges für seine Titelliste mit deutschen Musikern. Makejew beherrscht die leichten wie die ernsten Töne. Die sozialen Medien für ihn Strategie. Und Melnyk? Der ist zurück in der Ukraine, aber, so sagt er es in einem Interview, weiter sei es seine verdammte Pflicht, den Finger in die Wunde zu legen. Ein Ex-Botschafter, dessen Töne und Tweets dem Neuen in der Botschaft wohl immer wieder begegnen werden. Guten Abend, Herr Botschafter. Guten Abend, Frau Mioska. André Melnyk hat so viel Humor, glaube ich, er wird mir folgende Frage verzeihen. Wenn Herr Melnyk ein Elefant im deutschen Porzellanladen war, was sind Sie? Ich bin Herr Makejew und ich wäre gerne ein Leopard. Oh, das heißt nicht ganz so groß und laut, aber dafür kratziger und gefährlicher. Die Hauptsache effektiv im Kampf. Sie machen gerne Tierwitze. Ich habe auch gelesen, dass Sie schon den Witz gemacht haben, von den deutschen Tieren mag ich vor allem Leopard und Marder. Das haben Sie gesagt in einem Zeitungsinterview. Freuen sich die Melnyk-Gegner schon zu früh? Wir mit André sind gute Freunde. Und ich habe auch ihm zu verdanken und die ganze Ukraine hat ihm zu verdanken, dass Deutschland heute so stark mein Land unterstützt in diesem Krieg gegen Russland. Und so viel Solidarität hat auch natürlich André gewonnen hier in Deutschland. Deswegen für mich als für einen Botschafter, der Staat ist der beste Staat, die ich mir vorstellen konnte. Sie haben eine andere Art, selbstverständlich, aber André Melnyk hat Ihnen auch öffentlich sogar empfohlen, unbequem zu sein und kantig und die, so Zitat, träge deutsche Politelite herauszufordern. Folgen Sie seinem Rat? Ich muss überzeugend sein, aber ich werde auch aufgeschlossen sein. Ich werde motivierend sein und natürlich in meinen Gesprächen mit deutschen Politikern werde ich sehr direkt sein. Andere Sache, das mit Medien werde ich immer wieder gerne sprechen. Aber die ganzen Diskussionen, die wir hinter geschlossenen Türen haben werden, werden natürlich nicht so viel dann öffentlich diskutiert. Mhm. Warum? Weil eine der wichtigsten Eigenschaften eines Diplomaten ist Vertrauen. Und ich will, dass dieses Vertrauen zwischen mir und den deutschen Politikern, Diplomaten hier, der Bundesregierung, dem Bundestag entsteht und dann erhalten bleibt. Sie wissen aber auch, wie man eine Außenwirkung erzielt, denn Sie waren schon Kommunikationsprofi, muss man sagen, als André Melnyk noch gar nicht wusste, wie man twittert. Deshalb wollen wir uns kurz einen Ausschnitt ansehen aus dem von Ihrer Regierung gekaperten Werbevideo, das gerade viral geht. Super süß. Super sexy, super easy, super geil, super Leute, super lieb, super love, super geil. Herr Makejew, ist das die neue ukrainische Art der Waffenbestellung? Wissen Sie, 2015 haben wir unsere Kollegen und Partner gebeten, uns in der strategischen Kommunikation behilflich zu sein. Da haben wir diese Hilfe bekommen von Vereinigten Königreich. Heute ist ukrainische Kommunikation, ich glaube,
so hochgestellt und so effizient, dass wir auch der deutschen Regierung unsere Hilfe vorschlagen können. Auch auf diese Art und Weise? Das ist so gewollt? Wenn es gewollt wird, stehen wir da zur Verfügung. Aber ich glaube, an der Kommunikation heute liegt es sehr viel in der Diplomatie und im Regieren. Deswegen will ich, wie gesagt, aufgeschlossen sein und auch offen für Medien und auch für soziale Medien. Damit will ich jeden Deutschen erreichen. Herr Marquet, viele Deutsche haben ja auch viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Aber einige Städte und Kommunen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein, heben schon die Hände und sagen, wir können nicht mehr. Da gibt es zum Teil schon einen Aufnahmestopp. Haben Sie Sorge, dass die doch so gastfreundliche Stimmung kippen könnte? Die Ukrainer wurden mit offenen Armen empfangen hier in Deutschland im März und im April. Und heutzutage sehe ich und spüre ich jeden Tag, dass Deutschland hilfsbereit ist. Über 70% von Deutschen unterstützen die Ukraine. Und wissen Sie, für mich war es eine Offenbarung, als ich den Deutschen für die Lieferung von Flugabwehrsystemen dankte, der Deutschen und der deutschen Regierung. Viele haben mir geantwortet, na, dafür zahle ich meine Steuer gerne. Was heißt das? Das wird unterstützt und dass die deutsche Bundesregierung richtig macht und richtig die Steuergelder einlegt. Aber Herr Markiew, entschuldigen Sie, aber es geht ja um die deutsche Bevölkerung. Wenn Russland weiterhin die ukrainische Infrastruktur zerstört, dann werden im Winter noch viel mehr Menschen nach Deutschland kommen. Was ist der Appell des deutschen Botschafters an die Deutschen, damit die Gastfreundschaft bleibt? Wir sind für Ihre Hilfe sehr dankbar. Heute steht Ukraine unter Druck. In der Stadt Kiew, meine Freunde haben mir berichtet, seit 27 Stunden gab es keinen Strom und kein Wasser mehr in einigen Haushalten. Es ist sehr schwierig, es ist sehr kompliziert, aber die Ukrainer sind kampfbereit. Wir kämpfen an der Frontline, unsere Ingenieure versuchen so schnell wie möglich die von Russland beschädigte Infrastruktur zu reparieren. Und viele Ukrainer sind schon zurück in die Ukraine zurückgekommen. Deswegen bitte unterstützt uns so lange wie möglich. Wir kämpfen und wir werden diesen Krieg gewinnen. Und dann gibt es keine Flüchtlinge mehr. Der Appell des neuen ukrainischen Botschafters in Deutschland. Danke, Alexej Marquet, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch hier in Deutschland wichtige politische Entscheidungen. Nicht nur, wenn Botschafter ihre Botschaften vorbringen. Der Klimaschutz geht dabei zunehmend unter. Dabei scheint ein Blick an die Nordseeküste zu zeigen, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg und haben Rückenwind. Doch zwei Tage bevor in Ägypten die Weltklimakonferenz darüber berät, wie das von allen Staaten vereinbarte Ziel zu erreichen ist, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, bekommt Deutschland ein schlechtes Zeugnis. Es bewege sich viel zu langsam. Oliver Bimmelmann. Es klaffen Welten zwischen Anspruch und Wirklichkeit der deutschen Klimapolitik. Der Ausstoß an Treibhausgasen soll bis 2030 um mindestens 65% gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Doch ohne Kurswechsel droht Deutschland das Klimaziel deutlich zu verfehlen, so der Befund des Expertenrats für Klimafragen. Das haben wir analysiert, dass letztlich die Wirkung der Maßnahmen immer hinter dem zurückbleibt, was die Politik sich eigentlich vorstellt. Und insofern sagen wir, mit einem Weiter-so werden wir die Klimaziele 2030 definitiv nicht erreichen. Zwar sind in den vergangenen 21 Jahren die klimaschädlichen Emissionen in Deutschland insgesamt um rund 27% gesunken, doch großen Nachholbedarf sehen die Experten beim Verkehr. Hier müsse der jährliche Ausstoß an Treibhausgasen künftig 14 Mal mehr gesenkt werden als bisher. Gerade im Verkehr, hatten wir es ja auch dargestellt, war die Emissionsminderung einfach gering im Vergleich auch beispielsweise zum Energiesektor. Und das wird sich nicht ändern, das wird sich auch nicht allein durch Elektrofahrzeuge ändern.
Kontraproduktiv auf die Klimabilanz wirke sich aus, dass immer mehr Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sind. Die Deutsche Umwelthilfe sieht die Klimapolitik der letzten Jahrzehnte gescheitert. Seit mehreren Jahren steigen sogar die CO2-Emissionen von Pkw-Neufahrzeugen an, wenn man eben die Verbrenner betrachtet. Die Fahrzeuge werden immer schwerer, immer PS-stärker und letztendlich auch klimaschädlicher, ohne dass die Bundesregierung dagegen steuert. Nach Meinung der Grünen, die immerhin den Klimaminister stellen, ist der zuständige Ressortchef von der FDP in der Pflicht. Ich spreche von der Verkehrswende, also sprich sowohl besseres Angebot auf der Schiene, ÖPNV, aber auch den Güterverkehr umzustellen. All das sind Projekte, die wir noch vor uns haben und an die wir den Verkehrsminister regelmäßig erinnern. Der Expertenrat meint, die Politik komme auch um unbequeme Botschaften nicht herum. Vor allem im Verkehr müssten die Bürger ihr Verhalten ändern. Sonst seien die Klimaziele nicht zu erreichen. Und jetzt weitere Nachrichten mit Susanne Daubner. Und die beginnen mit dem Außenministertreffen der G7-Staaten. Die sieben großen Industrienationen haben der Ukraine Hilfe bei der Reparatur ihrer Energie- und Wasserversorgung angekündigt. Ziel sei die Wiederherstellung, der Schutz und die Reparatur der Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Regierung in Kiew. Das russische Regime versuche, die Ukraine mit gezielten Angriffen auf die Infrastruktur in Dunkelheit und Kälte zu bomben, sagte Außenministerin Baerbock nach zweitägigen Beratungen mit ihren Amtskollegen in Münster. Ungeachtet internationaler Kritik versucht die iranische Führung weiter, die Proteste im Land zu unterdrücken. Präsident Raisi warnte Oppositionelle vor neuen Demonstrationen. Das Regime und seine Anhänger feierten den heutigen Jahrestag des Sturms auf die US-Botschaft in Teheran 1979. Viele skandierten Tod für Amerika. 1979 nahmen iranische Studenten amerikanische Botschaftsangehörige als Geiseln. Sie wollten die Auslieferung des ins Exil geflüchteten Schahs Reza Pahlavi erzwingen. Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter hat nach der Übernahme durch Elon Musk der Abbau von Stellen begonnen. Die Beschäftigten wurden per Mail informiert, ob sie das Unternehmen verlassen müssen. Etwa jeder zweite Arbeitsplatz soll betroffen sein. Unterdessen kündigte Musk in New York die Einführung eines Abonnements für bestimmte Nutzergruppen an. Grund sei die angespannte Finanzlage des Unternehmens. Die Ampelkoalition will beim geplanten Bürgergeld auf die Union zugehen. Diese hatte eine Blockade im Bundesrat angekündigt, sollte die Koalition keine Zugeständnisse machen. Zu den jetzt vorgeschlagenen Änderungen gehört, dass die Heizkosten während der ersten zwei Jahre, in denen Bürgergeld bezogen wird, nur noch in angemessener Höhe übernommen werden sollen. Im ursprünglichen Gesetzentwurf war kein Limit vorgesehen. Mit Blick auf das Schonvermögen wird jetzt eine zusätzliche Selbstauskunft gefordert. Die Blockade von Klimaaktivisten in Berlin soll keinen Einfluss auf die Notfallversorgung einer inzwischen verstorbenen Radfahrerin gehabt haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf einen Vermerk der Feuerwehr. Demnach hatte eine Notärztin am Montag vor Ort entschieden, dass der Betonmischer, unter den die Frau geraten war, nicht angehoben werden sollte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Existenz des Vermerkes nicht. Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den VfB Stuttgart mit 3:1 besiegt. Die Tore für den Gastgeber schossen Hofmann, Thüram und Hermann. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Stuttgart erzielte Tumasch. Es ist die Totenmaske eines Teenagers und sie gehört für viele zur größten archäologischen Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Auf den Tag genau vor 100 Jahren kam sie im sogenannten Tal der Könige, unweit des Nils, zum Vorschein und war Grabbeigabe des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Eine längst verschüttete Kultur schien mit all den freigelegten Schätzen plötzlich wieder lebendig zu werden. Daniel Hechler über die Mystik des Fundes und über einen vermeintlichen Fluch der Mumie. Howard Carter und die Entdeckung seines Lebens. Zwei Jahrtausende schlummert der junge Pharao unauffindbar tief unten in der Gruft. Sein Anblick lässt den britischen Archäologen nie mehr los. Der Urenkel von Carters Geldgeber erinnert sich.
Mein Urgroßvater sagt zu Howard Carter, was siehst du? Und Carter antwortet, nur wunderbare Dinge. Tutanchamun prägt das Bild der Pharaonen wie kein anderer. Nur 19 Jahre alt ist er geworden, nach 9 Jahren Regentschaft. Seine Nachfahren wollten die Erinnerungen an den aus ihrer Sicht zu jungen Herrscher auslöschen. Und doch wurde er unsterblich. Seine Entdeckung, eine Sensation nicht nur für Archäologen. Das ist die wichtigste Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Carter und sein Förderer Earl Carnarvon im Tal der Könige. Über Nacht berühmt in aller Welt. Tutanchamuns Grab war das einzige, das nicht geplündert worden war. Es lag verschüttet unter dem von Ramses VI. Neben dem Goldsarkophag mehr als 5000 weitere Kostbarkeiten. Holzkisten, Kleidungsstücke, Sandalen, Gehstücke. Ein Schatz von unsagbarem Wert. Diese Entdeckung steht für Abenteuer und Magie. Es ist ein fantastischer Fund, der das Herz der Menschen geöffnet hat. Wenn Sie ein Kind in Deutschland im Alter von 8 Jahren nach Ägypten fragen, wird es Tutanchamun sagen. Für Schlagzeilen sorgt eine Todesserie kurz nach dem Jahrtausendfund. Mehrere Gruftbesucher sterben überraschend. Vom Fluch des Pharaos ist die Rede und von Schimmelpilzen, angeblich einst gezüchtet, um unerwünschte Eindringlinge zu töten. Doch nichts davon lässt sich beweisen. Mysteriös bleiben lange Zeit auch die Umstände des Todes von Tutanchamun. Mit aufwendigen Röntgenuntersuchungen gehen Wissenschaftler der Wahrheit auf den Grund. Das ernüchternde Ergebnis? Nach einigen 1000 Bildern, die von der Mumie gemacht wurden, konnten wir verkünden, dass Tutanchamun wegen eines Unfalls mit einem Wagen gestorben ist. Das linke Rad des Wagens erfasste ihn. 2 Tage später starb er. Im März soll Tutanchamun im neuen ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt werden. Ein Magnet für Millionen Fans des Pharaos. Es wird seine letzte Ruhestätte sein, nach einer langen Odyssee und womöglich auch das Ende seines Fluchs. Tja, dann hoffen wir, dass Sven jetzt nicht der Fluch des miesen Wettervorhersagers trifft. Nein, ich werde mich davor zu schützen wissen und einfach sagen, es wird wunderschönes Wetter und fertig. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir im Moment auf dem Atlantik draußen einen alternden Hurrikan haben, der jetzt ein großes Tief geworden ist und so langsam in unsere Richtung driftet. Auf der Vorderseite kommt dann noch mal mildere Luft, aber eben es ist auch ab und zu mal Regen unterwegs. Und das Ganze wollen wir uns mal angucken. Blicken mal auf die Isobarenkarte. 963 Hektopascal morgen, das ist dieser alternde Hurrikan. Heute hat er 938 gehabt. Das findet man auf den gewöhnlichen, handelsüblichen Barometern gar nicht als Zahl. So tief ist der Luftdruck. Und hier auf der Vorderseite kommt jetzt noch mal relativ milde Luft dann rein. Wir gucken an der Stelle mal auf die Summation der Niederschlagsfälle. Und man sieht, der kreiselt hier rum. Und das Ergebnis ist einfach, dass ziemlich viel Regen in den nächsten Tagen fällt. Auf dem Atlantik, auf den britischen Inseln bis zu uns rein, Nordwestspanien. Da örtlich 50 bis 100 Liter auf den Quadratmeter. Und wenn man dann hier Richtung Adria bis Griechenland vorankommt, sind es örtlich sogar 100 bis 200 Liter durch ein Mittelmeertief verursacht. Jetzt nehmen wir die Karte wieder weg und schauen auf den Radarfilm. Der Osten Deutschlands, der in den nächsten Tagen dann nicht mit Nässe versorgt wird, da gibt es jetzt noch einiges an Regen, sonst sind noch Schauer unterwegs, wird im Verlauf der Nacht so ein bisschen weitergehen. Und da sieht man dann das Ganze zum einen in der Osthälfte, zum zweiten im Süden. Und jetzt kommt noch ein Wort, das verwende ich im Moment noch nicht so ständig, Schnee. 900 oder 1000 Meter, das ist etwa die Schneefallgrenze. Darüber mit winterlichen Verhältnissen rechnen. Morgen zieht das Ganze am Alpenrand nur zäh ab, sonst gibt es viel Sonnenschein. Später am Nachmittag kommen aus Westen ein paar neue Wolken. Die Frühtemperaturen bewegen sich meistens zwischen 2 und 7 Grad, am Wasser 9 bis 11. Das wärmt halt einfach noch. Und der morgige Nachmittag hat dann 8 bis 13 Grad zu bieten, so ein bisschen novemberig. Die Aussichten ganz kurz noch. Da sieht man einmal einen Sonntag, der im Osten und Süden lange schön ist, abgesehen vom Nebel. Später kommt neuer Regen. Wechselhaft gestaltet sich dann, Karen, der Montag. Sagte er tatsächlich Schnee. Danke, Sven. Wir sind durch für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einem Krimi im Ersten. Und zwar mit einem Wallander-Film nach den Büchern des Schweden Henning Mankell. Morgen begrüßt Sie Alina But an dieser Stelle und wir beide wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss.